Lektion 200. Es gibt keinen Frieden außer den Frieden Gottes. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und hast du noch nicht bemerkt, dass je älter du wirst, umso müder wirst du und umso weniger interessierter in der Welt wirst du oder an der Welt? Diese energievollen Jahre deiner Jugend gehen schnell vorbei, wenn du durch deine 20er gehst mit gebrochenem Herzen und gebrochenen Bankaccounts. Und du hast es zu deinen 30ern in der Überzeugung, dass die nächste Phase in deinem Programm dich glücklich machen wird. Das Haus, die Kinder, die Familie, die Hypothek, das Darlehen, die 40-Stunden Arbeitswoche. Alle diese Dinge, die zu dem führen, was du eine Midlife-Crisis nennen würdest und was wir hier auf dieser Seite als einen großen Ausbruch von Freiheit betrachten. Viele von euch kommen zu diesen Lehren hier in euren 40ern oder 50ern oder noch später, denn ihr habt schon alle die Straßen ausprobiert. Ihr habt alles ausprobiert, was euch beigebracht wurde, dass es euch glücklich macht. Und nicht eines dieser Dinge hat euch tatsächlich glücklich gemacht. Ihr fragt euch weiterhin, was es ist, was fehlt. Und es ist deshalb so, weil es nicht in der Welt enthalten ist, diese Sache, die fehlt. Es ist dein Zuhause, es ist Liebe, es ist eure Verbindung zum Göttlichen. Das ist es, was fehlt. Und das ist nicht zu ersetzen durch irgendeines materielles Gut oder Körper oder irgendeine Form oder irgendeine materielle Form. Es macht viele von euch traurig, dass nichts in dieser Welt ist, was euer Glück für lange erhalten wird. Und das ist wahr, es ist ein trauriger Ort. Ihr könnt das auf den Gesichtern vieler Menschen sehen, die durch die Straßen gehen. Aber es gibt glückliche Neuigkeiten. Euch wurde die Lehre gegeben, nach Hause zurückzukehren. Und euch wurde die Information gegeben, zu praktizieren, um diese Reise nach Hause viel besser zu machen. Und euch am Ende zurückzubringen zu diesem Platz, von dem ihr kamt. Und das sind die alles umfassenden, liebenden Arme Gottes. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und wir sehen uns morgen wieder.